Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Batman Arkham City. Und wir sind ja letztes Mal hier draußen stehen geblieben, um etwas zu tun, von dem ich nicht mehr weiß, was ich tun wollte. Was war's denn? Ich muss mal nachgucken, ich habe so lange nicht mehr gespielt. Rette Mr. Freeze im Museum vor dem Pinguin. Ach, und das ist direkt da um die Ecke, so wie es scheint. Hör, guck mal, da ist das Museum direkt hinter uns. Und was ist da? Moment, lass mich kurz gucken. Ein Titanbehälter im Museum. Okay, der ist eh im Museum, wir müssen eh ins Museum. Wieso geht das eigentlich gerade spiegelverkehrt? So, Titanstadtbehälter, okay. Das geht gerade echt spiegelverkehrt. Weißt du, wenn ich runterziehe, dann geht's runter. Wenn ich es hochziehe, geht. Erweitertes Realitätstraining online. Normalerweise geht das immer entgegengesetzt, aber egal. Warte, was haben wir noch was? Nee, ne? Wir machen jetzt einfach das. Was ist das da oben? Moment. Ein Rätsel vom Riddler. Nee, was ist da drinne? Rettet die Geisel aus dem Gerichtsgebäude, rettet die Geisel vor dem Riddler. Sollten wir nicht erst das machen? Wollte ich nicht auch das in der letzten Folge machen? Nee, ne? Ich bin hier hingeflogen. Wir retten die Geisel später. Wir retten die Geisel später. Erstmal retten wir Mr. Freeze. Stimmt, hier habe ich auch tatsächlich aufgehört, hier, wo ich irgendwas gemacht habe. Vielleicht wollte ich da fliegen oder so. Ich weiß echt gerade nicht mehr, was ich machen wollte in der letzten Folge. I'm so vergesslich. Kann ich jetzt einfach durch das Museum hier rein? Also durch das Haupteingang-Dings da Bumster. Ist das überhaupt das Museum? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, das Museum ist Batman unten. gesichtet. Hallo, ich bin's, Batman. So, komm mal. Ich glaube, wir kommen hier tatsächlich nicht rein. Lass mal kurz gucken. Oder wir hacken das ganz kurz. Ich meine aber eigentlich, dass das Museum unten ist. Oh, hey. Wenn wir den Haupteingang finden. Fossil nämlich. Dann gehen wir einfach da rein. Kein Wir Plan. haben Batman. Wir gehen einfach mal durch den Haupteingang. Ne, unten ist die Bank, ne? Die Bank ist unten. Und das ist das Museum, das muss oben sein. Ich glaube, oben auf dem Museum gibt es auch eine Riddler-Trophäe. Das ist Pinguingebiet, du Missgeburt. Dafür, dass du hier eingedrungen bist, werde ich dich in Stücke schneiden. Und bevor du mich zu einer Salami machst, in Scheiben. Wir legen allen Besuchern ein Abstecher ins Wasserobservatorium nahe, wo wir unsere neueste Attraktion auf der Tiefe zeigen. Alle Besucher mit regulären oder ermäßigten Eintrittskarten bekommen in der nahegelegenen Eisberg-Lounge ganz besondere Angebote. Ich frage mich gerade, ob ich hier einfach durch diese Laser gehen kann. Willkommen im Cypress Pinckney Institut für Naturkunde. Alle Besucher müssen sich durchsuchen lassen. Dies ist Teil der Anstrengungen zum Schutz unserer einzigartigen Sammlung. Wir legen allen Besuchern einen Abstecher ins Wasserobservatorium nahe, wo wir unsere neueste Attraktion Gefahren aus der Tiefe zeigen. Alle Besucher mit regulären oder ermäßigten Eintrittskarten bekommen in der nahegelegenen Eisberg-Lounge ganz besondere Angebote. Oh, was das wohl für Angebote sind? Ich meine, warum leuchtet, hängt der Kronleuchter hier so schief? Also, es ist ja jetzt so, keine große Kunst. Man sieht, hier sind Laser und sobald ich da durchgehe, geht natürlich das Dings zu. Und die Frau gart mich als an. Hör auf mich anzugarnen, Ansagerin. Auch wenn du eine schöne Stimme hast, trotzdem. Weißt du, jetzt will er das nicht, pass auf. War das jetzt eigentlich nur für eine Trophäe? Ich muss als gegen die Frau angagen, ne? Ich höre die selber so laut gerade. Ach Mann, hier sind Gitter davor, Scheibenkleister. Ich dachte, wir würden da durchkommen. Warte mal, versuchen wir es mal auf der anderen Seite. Sind hier auch Gitter davor? Mann, der Pinguin hat an alles gedacht, aber er hat nicht daran gedacht, dass wir eine kryptografische Sequenz haben. Ich glaube, echt? Ich möchte nicht, dass du in mein Zuhause einbrichst, Batman. Irgendetwas stört meine Kommunikation mit der Bathöhle. Pinguin muss irgendwelche Funkstörsysteme vom Militär einsetzen. Die bekomme ich nur deaktiviert, indem ich sie zerstöre. Alle Besucher mit regulären oder ermäßigten Eintrittskarten bekommen in der nahegelegenen... Deaktiviere Pinguins Kommunikationsunterbrecher und dann kann ich hier endlich hier raus, denn die Frau sabbelt mich ja besoffen. So, Unterbrechersignalordnungsgerät. Also es bedeutet, wir kommen nicht zum Pinguin bzw. Mr. Freeze, um ihn zu retten, sondern wir müssen in Arkham erstmal wieder reich noch berühmt werden und Bruce Wayne war vorher sicher noch nie so angesagt. Nee, das ist also von der Rätsel von Riddler.
Cowboy Steve, Filz oder Melone, Hut ab für denjenigen, der irgendwas getan hat. Der verrückte Hutmacher, 1 von 2. Der verrückte Hutmacher, 1 von 2. Angewidert von den Verbrechen, die Jervis Tetch als Mad Hatter verübt hatte, verfügte Quincy Sharp, dass Tetch nie wieder in Freiheit gelangen sollte. Tetch verbrachte Monate in Einzelhaft, verborgen in den Tiefen des Hochsicherheitstraktes der Anstalt von Arkham. Allein im Dunkeln, ohne seine Hüte, seinen Tee und noch viel schlimmer seine Alice, verschlechterte Tetchs Geisteszustand sich zusehends. Professor Hugo Strange faszinierte der Fall Tetch. Ganz besonders interessierte er sich für Tetchs Experimente im Bereich der Gedankenkontrolle. Strange manipulierte die Sicherheitskontrollen und verschaffte sich hinter dem Rücken des Anstaltsleiters Zugang zu Tetch. So schaut's nämlich aus. Und warum habe ich das andere hier nicht gelesen? Arkham City Ärzte-Team. Nachdem es aufgrund der schlechten medizinischen Versorgung in Arkham City zu Unruhen gekommen war, erlaubte Strange einer Gruppe von Medizinern in der Anlage zu arbeiten. Das für ihre Sicherheit zuständige Team befehligt Aaron Cash. Hinter vorgehaltener Hand machte Strange allerdings keinen Hehl daraus, dass er kein Interesse daran hatte, eine medizinische Grundversorgung sicherzustellen. Der Sack. Ach, hier haben wir noch ein paar Charakterbiografien, die offen sind. Lesen wir doch einfach mal die von Hugo Strange, damit wir auch mal wissen, wer das ist. Nämlich Hugo Strange, richtiger Name ist Hugo Strange. Er ist vom Beruf Psychiater, kommt aus Gotham City, hat graue Augen, auch graue Haare. Er hat graue Augen, okay. 1,78 Meter groß, kann man gar nicht sehen. Man denkt immer, die wären blau, weil die Brille blau ist. 82 Kilogramm und hatte sein erstes Auftreten in den Detective Comics Nummer 36 im Februar 1940, einer der ersten Figuren. Der berüchtigte Psychiater Hugo Strange behauptet, aufgrund jahrelanges Studium besondere Einblicke in die Gedankenwelt von Kriminellen gewonnen zu haben. Er überzeugte Bürgermeister Sharp davon, dass Gotham Verbrecher und zur Selbstjustiz greifende Personen wie Batman nur durch das Arkham City Projekt loswerden könnte. Gerüchten zufolge führt Strange an Insassen ohne deren Zustimmung fragwürdige Experimente durch, aber solange keine handfesten Beweise dafür ans Tageslicht kommen, gibt sich die Bevölkerung Gothams damit zufrieden, dass er die Verbrecherrate dramatisch gesenkt hat. Strange weiß, dass Batman ihn jagen wird und zählt darauf. Hugo Strange ist bis zur physischen Perfektion trainiert, ist ein brillanter Psychoanalytiker, hat äußerst umfangreiche Kenntnisse auf dem Gebiet psychoaktiver Substanzen, ist von Batman und Batmans geheimer Identität besessen und ist von Schizophrenie-Schüben geplagt. Der arme Mann. Eigentlich habe ich auch die Frau da oben gescannt, aber naja, dann war es eben der Mad Hatter Hut. So, wir müssen das Signal orten, Unterbrechersignalordnungsgerät, das muss eigentlich irgendwo hier in der Nähe sein, ne? Sie sind ja nur 38 Meter. Und ich meine, hier oben ist auch noch eine Riddler-Trophäe, wenn mich nicht alles täuscht. Ich muss mal funktioniert das Ding eigentlich? Pinguin will, dass das Ding an ist. Mehr musst du nicht wissen. Solange es läuft, gibt es in diesem Rattenloch nicht... Die Fledermaus! Oh, die haben mich schon gesehen. Oh Mann, ich wollte denen eigentlich zuhören. Ich wusste nicht, dass sie so nah schon sind. Na gut. Aber wenigstens ist das Gerät, das mit dem er stört, nicht allzu weit weg. Das ist ja direkt auf dem Dach einfach nur. So, und wir haben wieder eine Schlägerei, hatten wir heute lange noch nicht. Beziehungsweise gut, das mit dem Messer, das zählt nicht. Der war schlecht. Alter, ich bin aber auch gerade schlecht. Guck mal, Alter, die hauen mich alle voll. Ich nehme dich auseinander. So. Frohes, neues. Ja. Au, oh, Mist, der hat mich zuerst gehauen. Jetzt hat der eine Waffe. Er hat eine Waffe. Geht in Sicherheit! Hände hoch! Weißt du, stell dir mal vor, Batman ergibt sich einfach so. Weil, nur weil einer eine Waffe hat. Das wird wehtun, Flattermann. Ah. Wow, was wird wehtun? Ich bin leicht verwirrt. Was soll mir wehtun? Mir tut niemals weh. Nur euch tut was weh. Haha. Zum Beispiel euer Gesicht, weil ich das gerade sehr stark auf den Boden gedrückt habe. Bleib doch liegen, mein Freund. Mach's dir doch nicht so schwer. So früh am Morgen. Oder, nee, eigentlich ist es Abend, ne? Naja, Nacht. Nacht, es ist Nacht. Okay. Ich glaube, Unterbrechersignal und Skript sagt mir, das ist das hier. Wir zerstören das einfach so wie Bomben. Am Störgeräteturm befinden sich drei Konsolen. Ich muss alle drei zerstören, um ihn auszuschalten. Ist halt ein sehr großes Unterbrechersignalortungsgerät, Dings da Bumsta. Deshalb dreimal die Faust gegen Technik. Ein Störsender weniger. Ich sollte nach weiteren suchen. Und wir haben einen Stufenanstieg. Bevor wir nämlich da weitersuchen, machen wir erstmal eine kugelsichere Panzerung. Bevor sie wieder auf uns schießen. Was ist da draußen los? Eines der Störsignale ist gerade verschwunden. Sorry, Mr. Cobblepot. Ich weiß nicht. Dann find's raus.
Und während du das tust, überprüfe auch die anderen Störgeräte. Sonst komme ich nämlich runter und steck dir die Reste davon. Ich glaube, da hat der Batman schnell den letzten Satz abgewürgt vom Pinguin. So, ich habe doch gesagt, hier wäre noch eine Riddler-Trophäe, aber war wohl von Catwoman gewesen. Ich dachte, es wäre für Batman auch noch eine da gewesen, aber war vielleicht. Was ist denn los? Ich habe das Gefühl, dass du nicht bei Joker mitmachen willst. Ich will nur meine Ruhe haben. Sorry, aber daraus wird nichts. Entweder du tust, was ich will und bringst mir Scalps von einem von Pinguins oder Two-Faces Jungs. Oder ich trete dich zusammen. Aber ich kann nicht kämpfen. Verdammt, ich bin Buchhalter. Ich kann das nicht. Die töten mich. Tja, und er wird das auch nicht tun, mein Freund. Politischer Gefangener befreit. Wir haben jemanden gerettet. Wir sind Batman. Mit Zombie-Augen und so. Was passiert eigentlich, wenn ich mich hier drauf stelle? Ernsthaft? Moment. Was kriege ich hin? Ich habe nämlich einen ferngesteuerten Batarang und wie man sieht, sieht man hier ist eine kleine feine Lücke, durch die wir uns gequetscht haben. Jetzt müsste eigentlich die Riddler-Trophäe... Du dachtest also, du könntest mein Rätsel irgendwie umgehen, ja? Gott? Was? Wo kam denn jetzt die Stimme bitte her so laut? Suchen und vernichten. Wir haben eine Kampagne freigeschaltet. Ich glaube, das ist für den... City. Immer noch die gleichen Irren, die raus wollen. Apropos Irre, da drüben sehe ich einen vom Riddler. Guck mal, da ist ein Grüner. Wir müssen ihn befragen, damit wir wissen, wo die ganzen Sachen sind. Bleib liegen. Ich muss mich erst um die anderen kümmern, bevor du kämpfst. Ah, egal, wir können ihn ja schon mal. Wir können ihn ja schon mal niedermachen. Damit er weiß, dass auf ihn zukommt, wenn er uns nichts von den Riddler-Sachen erzählt. Ne, kann er sich ja schon mal warm anziehen. Es ist nämlich auch kalt hier. Wie man sieht, es schneit. Ein dezenter Hinweis darauf, dass es kalt sein könnte, ist üblicherweise Schnee. Außer man meint jetzt mit Schnee Koks, aber dann ist kein Winter. So, du erzählst mir jetzt mal was. Riddler, rede. Oh, Mist. Okay, ich helfe ihm nur. Danke für die Hilfe. The Borrowery, wir haben was dazu bekommen, weil wir einen Informanten verprügelt haben. So liebe ich das. Müsste also hier jetzt eigentlich, genau, hier sind jetzt die Fragezeichen, jetzt taucht das so langsam auf, das finde ich ziemlich cool. Dann gibt es die Karten gar nicht mehr, das wusste ich, muss sagen, es ist lange her, dass ich das gespielt habe. Es gibt die Karten nicht mehr, sondern es gibt jetzt einfach dann die Leute, die mir dann sagen, wo die Sachen sind, was viel einfacher ist. Warte mal, ich wollte gerade was gucken. Steht da, es gibt 158 Riddler-Sachen, Fragezeichen, Trophäen, glaube ich. So habe ich das jetzt verstanden und 44 Rätsel. Und 23 für Catwoman. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Wir müssen jetzt einfach nur dem Signal folgen. Dafür muss ich aber die Detektivsicht ausmachen. Und dann muss ich mal gucken. Da wird's länger. Hier wird's kürzer. Kürzer. Es wird kürzer. Wir müssen irgendwo da hinten hin. Ja? Zucker darf nicht sterben. Ich arbeite doch nicht für Cobblepot. Nicht schießen! Wer hat denn da geschrien jetzt? Bitte nicht schießen. Keine Ahnung. Ich habe gespielt, als ich noch klein war. Diese Art hat sich kaum verändert. Ich versuche ja auch immer die Riddler-Trophäen so ein bisschen mitzubekommen, damit wir die am Ende nicht nur alle machen müssen. Ernsthaft? Schnell! Ja, wir haben die Riddler-Trophäe, wir haben alles dafür gegeben, nur kommen wir hier nicht mehr raus lebend. Doch, pass auf. Jetzt hätte der Riddler uns einfach super einsperren können, aber... Ja, und jetzt geht's zu, wenn wir wieder draußen sind. Ist ja lol. Ich habe die Befürchtung... Da unten ist es. Ich hab's gefunden. Bezirksanwalt Spezial, 2 Stimmen zum Preis von einer. Sämtliche Frequenzen gestört. Im gesamten Bereich funktioniert kein Funkgerät. Cool. Woher hat Cobblepot eigentlich Militärtechnik wie diese? Er ist ein Sammler. Er hat Sachen von denen, die nicht mal im Museum was wissen. Irres Zeug. Zum Beispiel? Vergiss es, Mann. Das Erste, was man bei Cobblepot lernt, Maul halten. Lass mich nicht hängen, sag's mir!
Witzig. Genau das ist dem letzten Kerl passiert. Wie meinst du das? Man hat ihn hängen lassen. Über einer Grube voller Ratten. Hat gekämpft. Tagelang überlebt. Cobblepot war so sauer, dass er ihn an sein Haustier verfüttert hat. Du machst Witze. Sehe ich etwas so aus? Pinguin ist eine Bestie. Mach einfach, was er sagt und steck deine Nase nicht in seine Angelegenheiten. Dann bleibst du auch am Leben. Apropos Leben, ich weiß, sie sind bewaffnet. Dann verschärft Pinguin die Sicherheitsmaßnahmen. Sein Museum ist schon dir... So wie euch stelle ich mir Leute vor, die Batman aufhalten können. Enttäuscht mich nicht. Wenn Pinguin die Fledermaus will, kriegt er... So, schnell Boden ausschalten, der hängt eh schon sehr gut da. Und um den kümmern wir uns auch gleich und dann verschwinden wir wieder. Verschwinden, verschwinden. Jetzt dürften die zwei da nämlich ankommen. Richtig. Also theoretisch, wir schwärmen aus. Wir finden den Bastard. Alles klar. Theoretisch könnten wir das jetzt mit den zwei genauso machen, ne? Nein, das wäre jetzt gut, wenn ich... Oh, wenn er den gleich erwischt hätte. Hier drüben, ich hab ihn... Boah, war das knapp, Alter. War das knapp. Hab ich ein bisschen Glück gehabt. Wir haben es jetzt mal ein bisschen auf die rabiate Art und Weise gemacht. Wir hätten uns jetzt auch super anschleichen können und sowas. Aber es hat ja geklappt, ohne dass wir sogar Leben verloren haben, was mich gerade sehr wundert. Und wir zerstören den letzten Kommunikations... nee, das ist... Ist es überhaupt der letzte? Ich weiß es nicht. Mal sehen, was Batman sagt. Gibt's noch einen? Batman hat oben irgendwas mit den Störgeräten gemacht. Wo steckt der Rest von euch Idioten? Wir haben es gerade mal bis unter die Erde geschafft. Stellt es einfach da auf, wo ihr seid. Sofort. Batman ist vermutlich auf dem Weg darunter. Verstanden? Ja, Sir, Mr. Cobblepot. Das Signal ist wieder gestört. Anscheinend hat Pinguin irgendwo unter Arkham City einen letzten Störsender aktiviert. Deaktiviere Pinguins letzten unterirdischen Kommunikationsunterbrecher, den er auf der Karte markiert hat, obwohl wir eigentlich den erst noch finden müssen. In Arkham City ist mal weder reich noch berühmt. Ich wollte gar nicht fliegen. Aber wenn wir schon mal da sind, können wir es gleich mal versuchen. Wir müssen eh in die Richtung, guck mal. Ich weiß aber nicht, wie man jetzt fliegt. Also ich weiß schon, wie man fliegt. Ich weiß jetzt nur nicht, wo ich hinfliegen soll. Das war jetzt ein kalter, was? Das muss irgendwo da unten sein. Geh mal weg da. Es ist Batman. Es ist Batman. Es ist Batman. Wo muss ich hin? Hier. Also das muss unterirdisch sein. Wir müssen also hier irgendwo rein. Ja, ich verstehe schon. Ich wollte es nur... Du brauchst dich wohl nicht wie ein Mann zu kämpfen, Batman. War klar. Jeder weiß, dass du dich lieber versteckst. Gut, dass die mega blind sind einfach. Gut, dass die einfach mega blind sind. So funktionieren die Telefone überhaupt noch. Guck mal, da sind Titanbehälter. Guck mal, da ist eine Kamera. Moment, so, warte. Das hier ist schlimmer als jeder Knast, oder? Hatten Kamera in Sektor 1 verloren. Titanbehälter. Oh. Titanbehälter angesprüht. Hey, ich habe den Titanbehälter angesprüht. Was passiert, wenn ich Titan explodieren lasse? Es macht Boom. Noch 4 Titanbehälter sind übrig und wir müssen darunter, denn es ist im Untergrund der letzte Dings da, Bums da. Wir wissen alle, wovon wir reden. Ich überlege gerade. Moment. Was passiert? Huh, die Wand geht auf. Super, ist das eine für uns? Ja, das ist eine für uns. Da oben muss auch noch irgendwas sein. Da muss bestimmt ein Rätsel sein. Vielleicht ist das das mit dem Bruce Wayne-Ding. Da können wir bestimmt gegenfliegen. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, wie. Warte, wir versuchen das gerade mal. Na los, lauf, versteck dich. Wir finden dich. Ob das klappt? Jawohl, bei dem Teil funktioniert es. Super, und noch eine Riddler-Trophäe. Bei dem anderen Teil von Batman hat es nämlich nicht funktioniert. Ein paar von den Irren haben seit Jahren keine Frau gesehen. Apropos keine Frau sehen, weißt du, was du auch bald nicht mehr sehen wirst? Überhaupt was, weil ich dein Auge blitzeblau geschlagen habe. Melde Kameraausfall in Sektor 1. Batman! Nein! Oh, Rauchbombe werfen. Ich wollte eigentlich zu dem Riddler-Typen. Ich hab ihn! Er ist hier drüben!
Nein, scheiße! Oh, das war jetzt nicht so ganz gut, oder? Ich meine, den sollte ich eigentlich verhören. Scheiße, den wollte ich eigentlich verhören. Ja, mein Plan ist jetzt nicht ganz so aufgegangen, glaube ich. Aber der kommt wieder, keine Frage. Der kommt wieder. Vielleicht machen wir das einfach ein bisschen anders. Wir kümmern uns jetzt lieber um die Hauptmission. Scheiße, jetzt habe ich den Typen verkloppt. Den wollte ich gar nicht. Aber ich hatte Panik. Ich hatte Panik, dass er auf mich schießt. Ich habe gedacht, oh mein Gott, er schießt gleich. Und dann habe ich so gedacht, ah, hau ich ihm lieber eins aufs Maul. Pinguin klang echt sauer. Batman pfuscht ihm in seine Pläne rein. Funktionieren diese Dinger überhaupt unter der Erde? Ich habe das Handbuch gelesen, stand gar nichts von drin, dass sie das tun. Ja, die funktionieren. Wenn du das sagst. Seit wann interessierst du dich überhaupt fürs Lesen? Ich lese immer schon. Ohne zählen nicht. Du kannst mich. Wie, Pornohefte zählen nicht? Was? To the trains. Warte, trains? Ah, doppel ausschalten. Bam. So. Und wir gucken mal, wir hatten doch jetzt hier irgendwas, hatten wir doch jetzt hier. Wir haben hier einen Lüftungsschacht und wir haben hier was anderes. Und zwar eine städtische Sicherheitskontrolle. Könnten wir das hacken? Dann können wir uns nämlich die Riddler-Trophäe einfach holen, weißt du? Können wir nicht, wir haben doch das Störgerät, Scheibengleister. Aber warum können wir durch den Lüftungsschacht? Mal schauen. Das ist übrigens verkehrt, warum, deshalb durfte ich das nicht nehmen. Wir schauen gerade mal, was hinter dem Lüftungsschacht ist, interessiert mich gerade mal sehr. Und da muss ich mal einen Speicherpunkt finden, denn ich möchte ja die Folge jetzt auch gleich beenden, aber wir müssen erstmal gucken. Schauen wir mal, was da drunter ist. Am besten wir sprengen das, während wir da draufstehen. Ha, ach, eine Ritter-Trophäe, gut. Mehr nicht. U-Bahn-Zugang haben wir auch freigeschaltet. Hier gibt es sehr viele Riddler-Trophäen, die sogar nah beieinander sind. Guck mal, hier sind drei Stück praktisch beieinander, bis auf das, dass das eine natürlich von Catwoman ist. So, und wir schauen jetzt mal darunter. Und, hier scheint es noch relativ sicher zu sein. Hier scheint es überhaupt sehr sicher zu sein. Das kann ich nicht hacken. Tafelst du beim Radio hören? Dir würde ich nicht die Verantwortung von irgendwas übertragen. Wiki Whale. Haha. Als Wiki Whale Quincy Sharp kurz nach den Vorfällen in Arkham Asylum interviewte, spürte sie, dass etwas nicht stimmte. Sharps späterer Auftritt in der Gotham Nightliner Show bestärkte sie in dieser Vermutung nur. Davon überzeugt, dass Sharp nicht der Held war, der er davor gab zu sein, er setzte Whale ihn mit Fragen gezielt unter Druck, was ihn verwirrte und dazu brachte, Fakten zu verdrehen. Als sie Sharp mithilfe ihrer journalistischen Fähigkeiten gerade den Rest geben wollte, fing er sich zu ihrem Entsetzen. Plötzlich gelang es ihm, all ihre Fragen souverän und ruhig zu beantworten. Es schien ihr fast so, als würde ein anderer Mensch aus ihm sprechen. Woraus auch immer es bestand, Whale war entschlossen, dieses Rätsel zu lösen. Tja, das wusste ich nur, dass das hier so ein Rätselding ist. Deshalb habe ich das gerade mal gescannt. Wusste ich irgendwie noch. Hatte ich so ein Gespür. Man hat das auch irgendwann im Urin, wann man das machen muss. Ha, Moment. Ich sehe einen grünen Schimmer. Und ich habe einen Schimmer gehabt. Haha, jawohl. Riddler-Trophäe gefunden. Wir müssen jetzt hier lang. Da hinten waren noch Wachen. Egal an welchem Wochentag von den Toten wieder auferstehen, ist unartig. Wir könnten über den Zug gehen, aber ich will gerade mal durch den Lüftungsschacht. Durch den Lüftungsschacht gehe ich gleich durch. Durch den Lüftungsschacht, durch den gehe ich jetzt durch den Lüftungsschacht in die U-Bahn-Station. Das war doof, denn davon komme ich her. U-Bahn-Tunnel, da hinten ist auch irgendwas. Da hinten ist nichts. Hier müssen wir jetzt durchrutschen. Und hier müssen wir drüber springen. Und jetzt müssen ich wir hier leiden. Er ist es. Unmöglich. Doch, sieh genau hin. Er sieht groß aus, oder? Er ist grau. Das Plakat muss schon über 100 Jahre alt sein. Wie kann es da derselbe Kerl sein? Selbst wenn er es wäre, woher sollte Pinguin ihn haben? Keine Ahnung, aber er ist es ganz sicher. Hat sogar einen Namen. Solomon... Grundy? Was für ein bescheuerter Name. Das ist doch das, was man im Museum hören kann. Du weißt schon. Solomon Grundy, geboren am Montag.
Du könntest recht haben. Ach, das haben die gar nicht gehört. Sind die taub oder was? Hier irgendwo in dem Zug ist, glaube ich, auch noch eine Riddler-Trophäe. Such mir aber später mal. Weil ich glaube, irgendwie habe ich die damals nicht so schnell gefunden. Hier ist übrigens ein Titanbehälter, wie man sieht. Die Fledermaus. Die Fledermaus hat euch gehauen. So, und wir zünden mal den also ich glaube, dann speichert er auch. Und hier natürlich, the man who cheats death oder sowas. Wir machen noch einmal kugelsichere Panzerung und dann haben wir das auch auf 100%. Dann können wir uns auch den anderen Sachen widmen. Ich denke mal, egal an welchem Wochentag von den Toten wieder auferstehen, ist unartig. Begraben am Sonntag, 1 von 2. In einer dunklen, stürmischen Nacht im späten 19. Jahrhundert wurde ein Händler namens Cyrus Gold ermordet und seine Leiche in den Sümpfen nahe des entstehenden Gothams zurückgelassen. Im Sumpf versinkend wurde der Körper einer ungewöhnlichen Chemikalie ausgesetzt, die den Händler auf wundersame Weise wieder zum Leben erweckte. Kurze Zeit später irrte er durch die Straßen von Old Gotham, wusste nicht mehr, wie er hieß, und konnte sich nur noch an den alten Kinderreim Solomon Grundy erinnern. Da er anscheinend den Tod besiegen konnte, nahm man ihn, der nunmehr Solomon Grundy genannt wurde, gefangen und unterzog ihn grausamen Experimenten, um herauszufinden, warum er wieder auferstanden war. Es stellte sich heraus, dass die Kreatur nun unsterblich war und dies auf die Kombination der Chemikalien im Sumpf mit dem heftigen Sturm zurückzuführen sei. Ja, so ist das manchmal. Toll, unsterblich, ich find's super. Als hätten wir noch nicht genug Irre, die hier rumlaufen würden. Und ich spreng das gerade mal in die Luft. Ich hoffe, er speichert das. Noch 3 Titanbehälter. Ich weiß nicht, ob er jetzt überhaupt speichert. Aber wir haben ja das Ding. Das habe ich vergessen. Wir hätten uns vorhin ja die Riddler-Trophäe holen können. Da ist übrigens eine von Catwoman. So, ich hoffe mal, er hätte jetzt einfach hier gespeichert, weil ich habe hier schon ein bisschen mit der Folge überzogen. Die geht ja schon eine halbe Stunde hier, die ja schon. Obwohl, das wäre jetzt blöd, wenn der in dem Raum, wenn der in dem Raum da speichern, wo der jetzt, glaube ich, kommt. Ja, Zeit, Urlaub zu machen. Gehört, Batman ist auf dem Weg. Wohin soll es gehen? An einen giftigen Ort? Ich wollte diesem Freak schon immer mal auf die Fresse hauen. Aber ich dachte, er wollte, dass wir dieses Ding zu Joker schleppen. Wollte er. Wegen Batman musste er den Plan wohl ändern. Ist doch egal. Wir legen Batman um. Danach schleifen wir dieses Ding zu Joker, schalten es ein und kehren als Helden zu Cobblepot zurück. Was? Einfach umlegen, ja? Batman. Nein, ich habe keine Angst. Er ist ein Nichts. Ein Idiot in einem Kostüm. Ein Niemand. So, und dieser Niemand macht jetzt eine Pause und wir sehen uns dann hoffentlich in einer neuen Folge von Batman Arkham City wieder, wo wir dann diese 5 Typen, die eine ziemlich große Klappe haben, dafür, dass sie nur 5 sind, zwar sind sie bewaffnet, gut, aber wir sind alleine, und machen die dann nächstes Mal fertig, und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Macht's gut, Leute, bis dahin, ciao!